meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, aber ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass Sie im Jänner da waren, in der Thermodynamik, und glaube, dass das für Sie schon auch nützlich war, dass Sie diesen Teil der Physik kennengelernt haben. Jetzt beginnen wir mit einem ganz neuen Kapitel, das uns längere Zeit beschäftigen wird, nämlich mit der Elektrodynamik. Und Sie werden sehen, das ist schon ein besonders interessantes und spannendes Gebiet der klassischen Physik, in das wir da hineinkommen, weil die Elektrodynamik ist die erste Feldtheorie, die Sie kennenlernen. Eine klassische Feldtheorie. Dann gibt es nachher auch Quantenfeldtheorien, aber die Elektrodynamik ist sozusagen der Urtyp einer Feldtheorie und hat sich also in der Praxis außerordentlich gut bewährt. Sie werden sehen, dass es möglich ist, mit der Elektrodynamik einen sehr großen Bereich von Erscheinungen zu beschreiben und stets nur unter Rückgriff auf ganz wenige Grundgleichungen. Und zwar die Maxwell-Gleichungen zusammen mit der Lorentzkraft. Über das werden wir noch ausführlich sprechen. Und Sie werden sehen, obwohl man sich zunächst denkt, das sei sehr, sehr kompliziert und die Maxwell-Gleichungen, partielle Differentialgleichungen, schwer zu verstehen. Sie werden sehr bald sehen, dass jede dieser vier Maxwell-Gleichungen, die also insgesamt der klassischen Elektrodynamik zugrunde liegen, unmittelbar fußt auf relativ einfachen experimentellen Beobachtungen. Und dort, wo es geht, werden wir Ihnen diese Beobachtungen dann auch vorführen im Experiment und dann daraus halt in so einem kleinen mathematischen Verdauungsvorgang sozusagen diese experimentellen Ergebnisse dann so umgestalten, dass daraus eine einfache und klare mathematische Aussage wird. Und mit diesen Grundgleichungen kann man also sehr viel erreichen. Aber bevor wir jetzt in dieses Gebiet einsteigen, möchte ich auch ein paar praktische Dinge noch sagen. Na gut, also dann beginnen wir nun mit dem Kapitel, ich habe das hier in meiner Zählung als 4 bezeichnet. Mit der Elektrodynamik. Und da möchte ich zuerst etwas Einleitendes mit Ihnen besprechen und morgen dann werden wir mit dem ersten konkreten Kapitel beginnen, nämlich mit der Elektrostatik, die uns eine Zeit lang beschäftigen wird und wo wir eine Reihe von wichtigen Grundbegriffen für die Elektrodynamik einmal kennenlernen werden. Da gibt es so Dinge wie die Feldstärke, die elektrische und das Potenzial, die Spannung, sehr wichtige Begriffe, wo es sehr wichtig ist, dass man auch weiß, was damit gemeint ist. Also, aber heute eine Einführung. Diese Elektrodynamik, um die es also jetzt in den nächsten Monaten gehen wird, ist eine Theorie von einer bestimmten Wechselwirkungskraft, nämlich eben der elektromagnetischen. Und das war nicht immer so. Zunächst einmal hat man nur elektrische Kräfte kennengelernt, irgendwie durch Erfahrung und dann so magnetische, wenn man irgendeinen Magneteisenstein oder sowas gehabt hat und dann gesehen hat, dass sich da irgendwelche Effekte ergeben. Und erst schrittweise kam es zu dieser Vereinheitlichung, die dazu geführt hat, dass man alle elektrischen und magnetischen Erscheinungen in der Elektrodynamik und so elegant mit Hilfe dieser 4 Maxwell-Gleichungen zusammenfassen kann. Aber neben diesen elektrischen Wechselwirkungskräften, elektromagnetischen, gibt es natürlich, haben wir ja schon besprochen gehabt im Wintersemester, als zweite makroskopische Wechselwirkungskraft, also mit unendlicher Reichweite, die Gravitationswechselwirkungskraft. Naja, über die haben wir ja schon ein wenig im Wintersemester gesprochen. Eine umfassendere Theorie der Gravitation, stellt sich heraus, ist recht kompliziert. Wenn man sich darauf beschränkt, dass man weiß, dass Punktmassen sich mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz, mit ihrer Wechselwirkung beschreiben
lassen, dann ist es ja noch einfach. Aber wenn man genaueres darüber wissen möchte, führt das dann sehr rasch zu verhältnismäßig unanschaulichen Konstrukten, wie zum Beispiel einer vierdimensionalen gekrümmten Raumzeit, die man postulieren muss aus heutiger Sicht. Seit ca. 90 Jahren ist es so, seitdem Einstein auf diese Idee gekommen ist, um die Gravitationswechselwirkungskräfte umfassend zu beschreiben. Also das ist eine verhältnismäßig aufwendige Theorie. Bei der Elektrodynamik ist es so gesehen etwas einfacher. Aber wie Sie eben sehen werden, man braucht schon einen gewissen Apparat, um das dann auch entsprechend gut beschreiben zu können. Na, dann gibt es noch weitere Kräfte, die schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung, die beide im Kernbereich nur wirksam sind, also über Distanzen von der Größenordnung eines Atomkerns, halten also die Atomkerne im Inneren zusammen, haben aber keine Auswirkungen auf größere Distanzen. Diese Wechselwirkungskräfte werden in dieser Einführungsvorlesung nicht besprochen. Und wir konzentrieren uns also jetzt auf diese elektromagnetische Kraft. Naja, da könnte man sich ja mal die Frage stellen, welche ist wichtiger? Naja, wichtiger wird die sein, die stärker ist. Naja, welche ist denn stärker? Die Gravitation oder die elektromagnetische Wechselwirkungskraft? Na, wie kann man das messen? Wie kann man das vergleichen? Eine Möglichkeit, das zu vergleichen, ist, dass man zwei Protonen hernimmt, die haben eine gewisse Masse, die tragen eine Ladung jeweils, eben die elektrische Elementarladung, und dann kann man vergleichen, wie stark ist ihre Wechselwirkungskraft aufgrund der elektrischen Ladung und wie groß ist ihre Wechselwirkungskraft aufgrund ihrer Massenanziehung, weil die Protonen eben auch eine Masse haben. Nun, da schnuppern Sie wahrscheinlich schon, dass also die Massen sehr wenig ausmachen bei der Wechselwirkung von zwei Protonen. Und der Löwenanteil, der überwiegende Anteil, ist der elektromagnetische Anteil. Und da zeigt sich also, da gibt es wirklich eine große Zehnerpotenz, die da dazwischen liegt, Faktor zwischen der Stärke der Gravitationswechselwirkung und der elektromagnetischen. Wissen Sie das? Haben wir das vielleicht schon im Wintersemester einmal kurz besprochen? Richtig, 10 hoch 36. Also schon sehr beachtlich. Also da, das ist schon eine derjenigen Größenordnungen, wo man sich dann schon sagen kann, da kann man für vielerlei Zwecke die andere Wechselwirkung vernachlässigen. Naja, wozu spricht man dann überhaupt über die Gravitation, wenn die eh so schwach ist? Naja, es ist halt wie immer alles eine Frage der Größenordnungen. Es ist zwar die Wechselwirkungskraft verhältnismäßig klein, aber andererseits für uns auf der Erde doch sehr wesentlich, weil unser Partner, der uns anzieht sozusagen, sehr massiv ist, nämlich die ganze Erde. Und wenn man also entsprechend viel Massen dann hat, kriegt man da wieder sehr viele Größenordnungen zusammen und dann spürt man es wieder. Und was uns da also am Boden hält, das ist also nicht die elektromagnetische Wechselwirkung, sondern die Gravitationswechselwirkung. Und überhaupt, das habe ich glaube ich im Wintersemester auch schon mal kurz erwähnt, ist es ja so, dass im kosmischen Raum, im Weltall, die elektromagnetische Wechselwirkung für die Wechselwirkung zwischen Himmelskörpern vernachlässigbar ist, obwohl sie so stark ist. Und der Grund liegt darin, dass diese beiden Wechselwirkungskräfte einen ganz entscheidenden Unterschied aufweisen. Die Gravitationswechselwirkung ist immer anziehend, während die elektromagnetische Wechselwirkung kann anziehend oder abstoßend sein, je nach dem Vorzeichen der elektrischen Ladungen. Das müssen wir dann bei der Elektrostatik alles erst mit entsprechenden Grundversuchen, das beginnt dann morgen, demonstrieren, dass es da verschiedene Vorzeichen gibt. Das ist ja ein experimentelles Faktum. Und dadurch kommt es dazu, dass eben in den Himmelskörpern, die aus sehr vielen Teilchen bestehen, sich diese positiven und negativen Ladungen weitgehend kompensieren, sodass dann im Großen es zu gar keinen wesentlichen elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen den Himmelskörpern mehr
kommt und es bleiben dann im Wesentlichen die Gravitationswechselwirkungen über. Aber abgesehen davon, wenn man also von dem kosmischen Bereich absieht, ist es so, dass in unserem Bereich die elektromagnetischen Wechselwirkungen äußerst wichtig sind. Sie bestimmen praktisch unser ganzes Leben und unseren Alltag, abgesehen von der Gewichtskraft, die uns zum Boden zieht. Aber die Kräfte, die die Stoffe zusammenhalten, die die Wechselwirkungskräfte der Moleküle bewirken und vieles mehr, sind alles letzten Endes elektromagnetische Kräfte. Es ist daher sehr wichtig, dass man diese Wechselwirkungskraft wirklich gut und genau beschreiben kann. Nun, was man also sehr bald herausgefunden hat, ist, dass die elektromagnetischen Kräfte keine instantane Fernwirkung ermöglichen. Also wenn man da irgendeine bestimmte Stelle eine Ladung platziert, dann wird nicht automatisch in beliebigen Distanzen sofort eine Kraftwirkung entstehen, sondern es wird nur eine Nahwirkung passieren, die sich dann ausbreitet und zu einem etwas späteren Zeitpunkt breitet sich schon schnell aus, aber immerhin breitet sich mit endlicher Geschwindigkeit aus, wird dann also werden weiter entfernte Raumbereiche davon beeinflusst. Also es ist die elektromagnetische Kraft eine Nahwirkungskraft. Das bedeutet, dass wir heute davon ausgehen, dass elektrische Ladungen, die sich irgendwo in einem Raumbereich befinden, sozusagen einen Erregungszustand hervorrufen in dem sie umgebenden Raum. Das hört sich natürlich jetzt ein bisschen mystisch an. Was heißt, der Raum hat einen Erregungszustand? Noch dazu, wo man das auch im Vakuum beobachten kann. Also da ist nichts, nur Raum. Und dann gibt man so eine Ladung hinein und dann ist dieses Nichts auf einmal erregt, sozusagen. Also, naja. Aber die Fakten deuten darauf hin, dass es so ähnlich sein muss. Dass dieser Erregungszustand dieses Raumes sich dann auch mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet und dann bewirkt das aufgrund dieses Erregungszustandes an einer anderen Stelle auf eine andere Ladung oder einen Strom eine Kraftwirkung ausgeübt wird. Und das führt dann eben zu dieser Wechselwirkungskraft. Ja, und diese Idee der Nahwirkungskraft mit dem Erregungszustand des Raumes hat es dann natürlich sofort nahegelegt, denn irgendwas muss ja da sein, was da erregt wird sozusagen, dass es ein Trägermedium gibt, das eben für diese Erregung zuständig ist. Ja, so wie man das ja auch kennt, meinetwegen bei der Schallausbreitung, Sie hören mich, weil die Luft Trägermedium für diese Longitudinalwellen sind, die da zu Ihnen gelangen und ohne Luft geht es nicht. Wenn wir das da alles evakuieren, ne, dann würde es uns auch nicht gut gehen, aber jedenfalls dann würden Sie mich auch nicht hören. Ne? Also dieses Konzept bedeutet, man nimmt an, es müsse ein Trägermedium geben, in dem sich elektromagnetische Felder ausbreiten, insbesondere, wenn wir dann in weiterer Folge von elektromagnetischen Wellen sprechen, indem sich elektromagnetische Wellen ausbreiten können. Und das war natürlich eine sehr wichtige Fragestellung, weil da hätte man sozusagen auf eine solche mechanistische Weise den Dingen auf den Grund gehen können. Naja, es zeigt sich, dass dieses Ätherkonzept, der Äther, das ist auch so eine mystische Konstruktion, der Träger der elektromagnetischen Felder ist, dass dieser Äther zu Widersprüchen führt. Da gab es dieses sehr wichtige Experiment von Michelson und Morley, so um 1880, 1890, also schon eine Zeit her, aber auch wieder nicht so lang her. Ne? Das ist gerade einmal 100 Jahre und ein bisschen was, dass man mit diesen Dingen sich dann wirklich näher bekannt gemacht hat, wo man nachweisen wollte, in welcher Weise sich etwa die Erde am Weg um die Sonne, da ist sie ja doch relativ schnell unterwegs, mit 30 Kilometer pro Sekunde oder sowas, also das ist schon was,
dass es da eine Relativgeschwindigkeit dieser Erde zu dem Äther geben müsste. Und das müsste man ja dann auch bei der Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen, und da hat sich dann auch herausgestellt, Licht kann man auch als elektromagnetische Welle auffassen, müsste man ja dann feststellen können. Und es hat sich kein eindeutiges Ergebnis gefunden. Dieses Experiment, mit dem man sehr ehrgeizig daran gegangen ist, man möchte also den Bewegungszustand des Weltäthers untersuchen, ist ergebnislos ausgegangen. Es hat so ausgeschaut, als würde der Weltäther mit der Erde ruhen. Der geht also ununterbrochen so rund um die Sonne herum. Also das kann man sich ja eigentlich nicht recht vorstellen. Und es hat sich also dann eine Reihe weiterer Befunde haben sich ergeben. Das alles hat zu vielerlei Widersprüchen geführt. Und letzten Endes ist dieses Konzept eines Trägermediums, musste man fallen lassen. Das hat bereits Ernst Mach, nachdem einer unserer Hörsäle da benannt ist, festgestellt. Und das hat dann auch Einstein angeknüpft bei seiner Überlegung, die dann zur speziellen Relativitätsmechanik geführt hat. Also da sieht man an dieser Stelle schon ganz an den Grundlagen, dass die Elektrodynamik sozusagen ein Knotenpunkt ist, von dem sich vielerlei moderne Entwicklungen dann eben ihren Ausgangspunkt genommen haben. Einerseits die Relativitätsmechanik ist ganz zweifellos zurückzuführen auf unsere Erkenntnisse der Elektrodynamik. Und andererseits aber, darüber werden wir dann auch noch kurz sprechen, die Quantenmechanik hat auch einen Ausgangspunkt in der Elektrodynamik. Also die Elektrodynamik ist also schon ein ganz wichtiger Kernbereich der gesamten Physik. Also letzten Endes zeigt sich, dass dieses Ätherkonzept fallen gelassen werden muss. Und heute betrachten wir die Sache so, dass wir sagen, es gibt in der Umgebung von Ladungen ein elektromagnetisches Feld. Und dieses Feld beschreibt diesen Erregungszustand des Raumes. Na, jetzt werden Sie sagen, na und? Das ist einfach ein neuer Name, auch nichts Neues. Also dieses Feld, das ist etwas, was man zunächst als etwas sehr Hypothetisches nur auffassen kann. Aber wir werden sehen im Laufe dieses Semesters, dass man diesen Feldbegriff mit physikalischem Inhalt versehen kann, sozusagen. Also zunächst einmal beschreiben wir die elektromagnetische Wechselwirkung. In der Weise, dass wir zwischen die eine Ladung, die dann in Wechselwirkung mit einer anderen Ladung steht, das Feld zwischenschalten. Wir sagen also, Ladungen und Ströme führen zu einem elektromagnetischen Feld in der Umgebung. Und dann aber auch dieses elektromagnetische Feld das bewirkt dann, dass es Kräfte auf andere Ladungen gibt. Wieder Ladungen und oder Ströme. Also dieses Konzept zeigt, dass da dieses Feld hier zwischengeschaltet ist. Und so ist die ganze Elektrodynamik konzipiert, dass man zunächst einmal Methoden entwickelt, wie man aufgrund vorgegebener Ladungs- und Stromverteilungen ein elektromagnetisches Feld bestimmen, berechnen kann. Dazu verwendet man die Maxwell'schen Gleichungen. Dieses Feld wird dann beschrieben durch elektrische und magnetische Feldvektoren.
Und dann aber weiter, wenn man die jetzt hat, dann stellt man sich die Frage, wie groß ist dann die Kraft auf andere Ladungen und Ströme, die sich dann in dem Feld befinden. Und dafür gibt es dann die Lorentzkraft. Also der erste Teil wird beschrieben durch die Maxwell-Gleichungen. Und der zweite Schritt durch die Lorentzkraft. Und das werden wir uns alles schrittweise entwickeln. Keine Sorge, Sie werden das sicher gut verstehen, wenn Sie sich etwas Mühe geben. Ich möchte nur vielleicht dazu sagen, gleich bei der Gelegenheit, insbesondere die Maxwell-Gleichungen beinhalten die berühmten Vektordifferentialoperatoren, Divergenz und Rotation. Und für den Potentialansatz, wie in der Mechanik, braucht man den Gradienten. Die anschaulich physikalische Bedeutung dieser Differentialoperatoren ist wirklich das Um und Auf für das Verständnis dieser Gleichungen. Und in früheren Jahren, bevor ich diese Vorlesung doch vor langer Zeit übernommen hatte, hat man dann oft sich gedacht, das tun wir den Erst- und Zweitsemestrigen nicht an, machen wir das ohne. Aber ich glaube, es ist keine professionelle Einführung in die Elektrodynamik, in der es keine Maxwell-Gleichungen gibt. Daher muss ich Ihnen das antun. Und Sie werden andererseits sehen, wenn Sie sich also die entsprechenden Grundlagen verschaffen, und da gibt es ja sehr viele Bücher dazu, und Sie können das in verschiedensten Quellen sich nachlesen, was man unter Gradient, Divergenz und Rotation versteht, dann werden Sie mit großem Gewinn diese Gleichungen lesen, wie in einem Buch. Sie müssen die Sprache kennenlernen. Und mit der Sprache kann man das also dann wirklich alles sehr gut verstehen. Natürlich werde ich mich an so einzelnen Stellen, wo dann das erstmals auftritt, bemühen, Ihnen das in ein paar Sätzen schon noch einmal zu erläutern, aber so richtig grundlegend in dieser Vorlesung diese Dinge zu erwähnen, ist nicht günstig. Dafür haben wir nicht genug Zeit. Das ist etwas, was Sie schon bereits zu einem gewissen Grad jedenfalls mitbringen sollten. Naja, also so beschreibt man diese Wechselwirkung zwischen Ladungen und Strömen in der Elektrodynamik. Sie werden sehen, dieses Feld, das ich da hier jetzt einmal nur so formal zwischengeschaltet habe, das hat dann auch sehr konkrete physikalische Inhalte, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Sie werden sehen, wenn wir über den Kondensator sprechen, dass das elektrische Feld zwischen den Platten eines geladenen Kondensators, also ganz was Einfaches, nicht? Dass dieses elektrische Feld Träger von Energie ist. Und daher kann man dem elektrischen Feld eine elektrische Energiedichte zuschreiben. Und Ähnliches passiert dann, wenn Sie eine Magnetspule betrachten, eine stromdurchflossene. Jeder weiß, was eine Spule ist, nicht? Und wenn dieser Strom durchflossen ist, bildet sich im Inneren dieser Spule ein magnetisches Feld. Und da zeigt sich wiederum auch, dieses Feld hat eine Energie, ist Trägerenergie, Energie, auch wenn dort Vakuum herrscht. Das ist etwas, woran man sich erst gewöhnen muss, sozusagen. Aber alle unsere Erfahrungen deuten darauf hin. Und daher kann man also das elektromagnetische Feld als Träger von Energie auffassen. Selbst das wird Ihnen jetzt noch merkwürdig vorkommen. Aber es wird Ihnen augenblicklich plausibel werden, wenn Sie sich denken, wenn Sie zum Beispiel am Abend vor einem Lagerfeuer sitzen und wärmen sich, dann ist diese Wärme, das merkt man ja, Strahlungswärme und nicht so Konvektionswärme wie vom Kochelofen.
sondern sie werden also durch Strahlungswärme gewärmt. Deswegen ist einmal hinten kalt und vorne ist am warm, weil das Lagerfeuer halt anstrahlt. Und da gibt es noch ein viel größeres Lagerfeuer, das kosmische Lagerfeuer, unsere Sonne, die uns also ständig anstrahlt. Und da kommen also ganz gewaltige Energien auf uns zu, und zwar durch den leeren Raum. Na, wie gibt es denn sowas? Wie kommen denn die zu uns? Und das ist letzten Endes der Grund der, dass sich da elektromagnetische Wellen ausbilden, die von der Sonne zur Erde kommen. Und diese Wellen, die da herkommen, sind Träger von Energie, und zwar nicht gerade wenig. Von dem leben wir da auf der Erde im Wesentlichen, bis auf ein paar andere kleine Energiequellen, aber ansonsten ist es hauptsächlich immer die Sonnenenergie, von der wir leben. Also diese scheinbar kleinen, etwas mysteriösen und unglaubwürdigen Sachen, wie das elektromagnetische Felder Träger von Energie sein können oder im Allgemeinen auch sind, haben ganz gravierende Auswirkungen für unser Leben. Also soweit ist die Elektrodynamik eine Basis dafür, dass wir insbesondere die Optik in die Elektrodynamik einbeziehen können, und zwar die Wellenoptik. Wir betrachten das Licht als einen Wellenvorgang. Und seit Fresnel ist es also eindeutig nachgewiesen, dass das Licht einen Wellencharakter aufweist. Naja, und die experimentellen Befunde, insbesondere auch von Michelson, der ja auch ein ganz wichtiger Optiker ist sozusagen, dieses Michelson-Interferometer ist ein optisches Instrument höchster Qualität, das er da verwendet hat. Die Befunde deuten auch darauf hin, dass zwei wichtige Prinzipien gelten. Das Relativitätsprinzip, das es schon in der Mechanik gibt, dass also die Grundgesetze unabhängig davon sind, in welchem Inertialsystem man sie betrachtet. Dieses Relativitätsprinzip lässt sich erweitern, nach allem, was wir wissen, also auch auf die Elektrodynamik. Es sind auch in der Elektrodynamik die Grundgesetze, also die Maxwell-Gleichungen, in allen Inertialsystemen die gleichen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, denn aufgrund dessen ergibt es sich dann, und das ergeben ja eben dann auch die experimentellen Befunde von Michelson, dass auch die Lichtausbreitungsgeschwindigkeit, die man aus den Maxwell-Gleichungen gewinnen kann, dass die ebenfalls in allen Inertialsystemen die gleiche ist. Und das ist aber, wenn man es genau nimmt, schrecklich. Weil wenn Sie sich das denken beim Schall, wenn ich da in Ruhe bin mit der Luft und der Schall wird ausgesendet, dann läuft der von mir mit, 340 Meter pro Sekunde weg. Wenn ich ihm aber mit 100 Meter pro Sekunde nachlaufe, dann wird nur mehr die Differenzgeschwindigkeit überbleiben. Das, was ich dann beobachte, wie schnell also dann die Schallwelle sich von mir wegbewegt, weil der Schall eben ein Trägermedium, nämlich in dem Fall die Luft hat. Und das ist beim Licht komplett anders. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes in einem Inertialsystem ist immer die gleiche. Man kann dem Licht nicht nachlaufen. Auch wenn man mit einem Drittel Lichtgeschwindigkeit hinter dem Licht herläuft, aus der Sicht dessen, der läuft, breitet sich das Licht wieder mit Lichtgeschwindigkeit und immer mit der gleichen Lichtgeschwindigkeit aus. Und das ist also etwas, was zunächst einmal mit unserer mechanistischen Alltagserfahrung nicht in Einklang zu bringen ist. Dieses Phänomen, das also eigentlich im Relativitätsprinzip schon begründet ist, führt dann, wenn man es konsequent weiterdenkt, zu ganz wesentlichen Umbrüchen in unserem Weltbild. Und wir werden dann gleich anschließend an die Elektrodynamik und bevor wir mit der Optik anfangen, uns mit der Relativitätsmechanik kurz beschäftigen, wo wir eben gerade diese wichtigen Schlussfolgerungen zusammenfassen werden. Und Sie werden sehen, es ist also eine sehr große Veränderung des Weltbildes, was dadurch entsteht.
Also das Licht ist eine Welle. Na, auch nicht so ganz. Es gibt nämlich andere Experimente und mit denen werden wir dann im späteren Verlauf dieses Sommersemesters für Sie die Tür öffnen zur Quantenphysik, die darauf hinweisen, dass Wellenaspekt allein die Eigenschaften des Lichtes nicht zu beschreiben gestatten. Es muss angenommen werden, dass Licht auch Teilchencharakter hat. Also ein langmächtiger Streit, ist nun Licht eine Welle oder ein Teilchen, hat sich in der Weise aufgelöst, es ist beides gleichzeitig. Es sind zwei Modelle, die man gleichzeitig verwenden kann, um das Licht zu beschreiben. Es tritt neben den Wellenaspekt auch der Teilchenaspekt und es gibt also den berühmten Welle-Teilchen-Dualismus. Darüber werden wir uns nur kurz am Schluss beschäftigen und es wird das dann einer der wichtigen Ausgangspunkte sein für Sie, sich dann in weiterer Folge auch mit Quantenphysik zu beschäftigen, weil diese Lichtteilchen, die Photonen, wie sie seit Einstein genannt werden, die sind Quantenphänomene. Und damit kommen wir dann auch aus dem Bereich der klassischen Feldtheorie heraus. Also, wie werden wir die Sache aufbauen? Wir werden zunächst einmal mit ruhenden Ladungen beginnen. Und das ist das Gebiet der Elektrostatik. Da geht es also zunächst einmal darum, was passiert, wenn man zwei Punktladungen hat, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Da kommt dann das Coulombsche Gesetz zum Tragen und was kann man da dann daraus für Schlussfolgerungen ziehen. Ein großes Wissensgebiet, wo man also viele wesentliche Grundbegriffe bereits definieren kann. Dann werden wir uns als nächstes nach den ruhenden Ladungen gleichförmig bewegte Ladungen anschauen. Diese gleichförmig bewegten Ladungen, das sind dann konstante Ströme. Also, wir betrachten dann konstante Ströme, elektrische Ströme. Und Sie werden sehen, da gibt es ganz ein wesentliches Grundexperiment, das Oersted-Experiment, dass diese konstanten Ströme zu magnetischen Feldern führen. Und daher betrachten wir damit dann die Magnetostatik. Also nach der Elektrostatik die Magnetostatik. Und ich muss immer darauf hinweisen, dass wir es hier dann mit zeitunabhängigen Phänomenen zu tun haben. Sie werden sich vielleicht fragen, naja und, wenn sie sich dann halt zeitlich verändern, ist auch nicht viel was anderes. Es zeigt sich, dass sobald zeitlich veränderliche Vorgänge auftreten in der Elektrodynamik, ganz neue Phänomene dazukommen. Also zunächst einmal, nach diesen statischen Phänomenen, werden wir langsam veränderliche Ströme betrachten. Was heißt langsam? So langsam, dass die typischen Änderungszeiten von diesen betrachteten elektrischen Strömen lang sind.
im Vergleich zu den Ausbreitungszeiten der elektromagnetischen Felder, die damit im Zusammenhang stehen. Das heißt, man kann dann bei diesen langsam veränderlichen Vorgängen immer noch davon ausgehen, dass das ganze betrachtete System sich immer im gleichen Zustand befindet, als wäre es eine instantane Fernwirkung. Die Ausbreitungen sind schnell genug, sodass man verzögerte Ausbreitung gar nicht bemerkt, weil die Vorgänge sich langsam genug verändern. So etwas ist in der Praxis zum Beispiel der Fall, wenn wir von Wechselströmen sprechen. Die ganze Wechselstromtechnik, das, was man aus der Steckdose herauskriegt, ne? Die Generatoren, das sind Vorgänge, die langsam genug sind, dass die typischen Änderungszeiten in der, weiß ich, 20 Millisekunden Gegend oder sowas lang genug sind, sodass sich die elektromagnetischen Felder in den betrachteten Systemen praktisch instantan ausbreiten im Vergleich zu diesen Zeiten. Also das sind langsam veränderliche Ströme. Aber natürlich, dabei wollen wir dann auch nicht bleiben. Und es zeigt sich, wenn man dann zu schnell veränderlichen Zuständen geht, Vorgängen, bei schnell veränderlichen Vorgängen, das sind dann Vorgänge, wo elektromagnetische Wellen auftreten. Und da ist dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit von großer Bedeutung. Und wir werden also diese verschiedenen Vorgänge schrittweise darstellen durch schrittweise Einführung der Grundgleichungen. Also so viel als einen gewissen Ausblick, was wir in dem kommenden Semester jetzt tun werden. Und ich glaube, wir könnten jetzt bereits damit beginnen. Ich danke Ihnen jetzt einmal dafür, dass wir uns gemeinsam da mit diesem einführenden Teil beschäftigt haben. Und wir können jetzt dazu übergehen, dass wir die Anmeldung für die experimentellen Methoden und für die Übungen durchführen.